Jesus? Lass mich los. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Subnautica. In dieser Folge möchte ich ausnahmsweise mal nicht am Hotel weiterbauen oder zumindest vielleicht dann am Ende nochmal. Wir haben in der letzten Folge diese Observationsplattform hier gebaut, die ziemlich cool ist. Wir können hier jetzt auch die Riffrücken beobachten. Das heißt, wir haben jetzt hier schon einiges geschafft. Ja, wir haben einiges am Start gebracht. Ich muss jetzt ganz dringend nochmal essen und trinken. Und dann, meine lieben Freunde, möchte ich unbedingt mal eine ganz coole Sache machen. Und zwar möchte ich nach Zeitkapseln suchen. Zeitkapseln, habe ich in der letzten Folge am Anfang schon erklärt, sind Items, die ihr quasi produziert, wenn ihr mit dem Raumschiff abhebt. Da könnt ihr ja diese Zeitkapsel ausstatten, die werden hochgeladen und werden dann entsprechend bewertet. Und die bestbewertetsten Zeitkapseln, die werden tatsächlich in das Spiel übernommen. Das heißt, ihr habt dann vielleicht die Möglichkeit, wenn ihr eine coole Zeitkapsel gestaltet habt, dass die Entwickler die auch cool finden und dass die die in die Spielwelt packen, damit andere Spieler, so wie ich zum Beispiel, sie in der Spielwelt finden können. Und das ist ziemlich cool. Das finde ich ist ein ziemlich cooles Spiel, Feature. Das ist quasi so eine Art, ja, indirekter Multiplayer. Ne? Das ist ein indirekter Multiplayer. Und das ist ziemlich cool. Ich finde das nice. Bei Subnautica, das war ja ein Feature, was immer sehr oft gefragt wurde, ob es mal einen Multiplayer bekommt. Und ich finde das schon sehr cool, dass man das jetzt auf diese Art und Weise quasi zumindest in indirekter Weise umgesetzt hat. Ja, und das ist auch etwas, das wird von vielen, ja, so ein bisschen übersehen. Ich habe das am Anfang, als ich meine Finalfolge zu Subnautica gemacht habe, die übrigens wahnsinnig erfolgreich gelaufen ist. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Als ich die gemacht habe, habe ich das auch nicht so richtig beachtet und habe das auch nicht so ganz gecheckt, dass das ja ein indirekter Multiplayer ist. Aber es ist ein indirekter Multiplayer. Man kann es nicht anders bezeichnen. Und ja, jetzt ist halt die Frage. Ich weiß ungefähr, wie die Zeitkapseln aussehen. Man findet die halt irgendwo dann am Meeresgrund. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt einfach mal danach. Ich würde aber mal sagen, ich weiß jetzt nicht, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, welche zu finden. Wir suchen einfach mal in den Shallows erstmal nach Zeitkapseln. Weil ich schätze mal, gerade so diese Kapseln, die vielleicht auch den Spieler am Anfang so ein bisschen supporten, die sind, glaube ich, schon auch eher in den Safe Shallows. Weil da machen sie halt am meisten Sinn, wenn dann Leute quasi so Starter-Items finden und so. Okay, dann müssen wir hier lang fahren. Und dann bin ich wirklich mal gespannt, ob es mir gelingt, mal gezielt eine Zeitkapsel zu finden. Also wir müssen wirklich immer schön den Meeresgrund im Auge behalten. Die Dinger liegen halt irgendwo unten rum. Das sind so längliche Behälter. Hab da ja auch in meiner Finalfolge quasi gesehen. Und auch in der letzten Folge habe ich es ja nochmal gezeigt. Das sind so längliche Behälter und die liegen dann halt einfach irgendwo rum. Und ja, da sind halt dann Nachrichten, Items, Ressourcen von anderen Spielern drin. Und das ist schon cool. Man kann auch eigene Bilder da hochladen tatsächlich. Hätte ich das gewusst, ja, hätte ich das vorher gewusst alles, hätte ich mir für meine Zeitkapsel auch mehr Mühe gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich wusste das nicht, dass dieses Feature überhaupt kommt. Das war mir völlig schleierhaft. Deswegen habe ich jetzt auch meine Zeitkapsel eher ein bisschen, ja, simpel gestaltet. Ich meinte ja schon in der letzten Folge, vielleicht hat ja einer von euch meine Zeitkapsel irgendwo gefunden. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass die durch den Abnahmeprozess durchgekommen ist, weil die ja doch relativ, ja, generisch gestaltet war. Aber man weiß es nicht. War denn das da gerade? Ist da gerade links irgendwas hochgeplöpst? Ich glaube schon. Irgendwas ist da gerade geplöpst. Eine Zeitkapsel. Ob ich eine finden kann? Die Frage ist ja auch, wie viele Zeitkapseln liegen eigentlich im Spiel? Und liegen die immer an festen Locations? Oder liegen die einfach random irgendwo? Und vor allem, finde ich dieselben Zeitkapseln, die vielleicht ein ganz anderer Spieler findet? Oder sind das bei jedem immer andere Zeitkapseln? Und ist mein Spielstand vielleicht noch nicht neu genug, damit da die Zeitkapseln mit enthalten sind? Auch eine Frage, die ich nicht genau weiß. Also deren Antwort ich nicht genau weiß. Ja. Ist schon interessant. Aber es ist ein interessantes Feature auf jeden Fall. Okay, wir bewegen uns einfach mal durch die Safe Shallows durch und schauen mal.
Hier ist schon wieder Grassy Plateaus. Also was ich mal vermute ist, dass Zeitkapseln höchstwahrscheinlich nicht irgendwo im Lava-Biom rumliegen oder im Lost River. Das glaube ich irgendwie nicht. Also die müssen schon rein von der Logik her ja irgendwo hier liegen. In den leicht erreichbaren Biomen. Weil die Zeitkapsel wird ja aus der Luft abgefeuert. Und warum sollte sich die Zeitkapsel ins Lava-Biom durch den Boden durchbohren? Ne? Das macht ja keinen Sinn. Das heißt, ja, ich gehe schwer davon aus, dass wenn es Zeitkapseln gibt, dass die irgendwo hier liegen. Und bestimmt bin ich schon dreimal an der Zeitkapsel vorbeigefahren. Das sind ja normale Schrottteile da unten, das sind keine Zeitkapseln. Ja, jetzt ist ja die Frage, ne? Ist es mehr oder weniger eine Glückssache mit den Zeitkapseln? Oder ist das... Kann man das schon gezielt suchen? Das weiß ich halt leider nicht. Hier unten geht's runter. Ich weiß nicht, kann in so einem Loch eine Zeitkapsel drin sein? Weiß es nicht, Ich weiß es nicht. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal euch da draußen dran erinnern, quasi eure Stimme abzugeben. In Bezug auf die Frage, ob ich nochmal einen neuen Spielstand Subnautica anfangen soll. Im Hardcore-Modus, worauf ich durchaus Lust hätte. Die Frage ist, ob ihr da auch drauf Lust habt. Ich weiß halt nicht, wie frustrierend die Erfahrung sein wird. Wie gesagt, jetzt hier im normalen Let's Play habe ich mich eigentlich relativ gut geschlagen. Und bin eigentlich nur viermal gestorben. Im Hardcore-Modus darf ich dann allerdings gar nicht mehr sterben. Wenn ich im Hardcore-Modus sterbe, dann habe ich ein Problem, weil dann ist es quasi vorbei. Das ist quasi Permadeath dann. Dann kann ich den Spielstand auch nicht laden, glaube ich. Der wird dann gelöscht, wenn mich nicht alles täuscht. Im Hardcore-Modus. Das heißt, ja... Ist eigentlich mal eine ziemlich geile Herausforderung, aber wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Ob ihr dann wirklich mich weinen sehen wollt, wenn ich kurz vorm Ziel des Durchspielens nochmal sterbe. Und dann heule. Heulen zusammenbreche. Vorm Rechner. Ja. Hey, was ist denn das da? Guckt mal, ein kleines Auto. Also so ein Gabelstapler. Kann man den scannen? Kann man den scannen? Nö, schade. Schade. Das hatte ich ja auch schon gesagt, auch gerade jetzt in der Spezialfolge 100, wo ich diese Specials gemacht habe. Ich finde gerade jetzt so in dieser Phase des Spiels, wo man halt wirklich schon alles gesehen hat, fehlt für mich nochmal so ein Ding, dass man vielleicht noch ein paar mehr Variationen hat bei Gebäuden und Fahrzeugen. Dass man noch ein paar mehr Möglichkeiten einfach hat, nochmal ein bisschen mehr zu gestalten. Keine Ahnung, nochmal ein Fahrzeug, was vielleicht nochmal zwischen Zyklop und Seemotte ist zum Beispiel. Dass man auch mal mit was anderem rumfahren kann, als immer nur mit den zwei gleichen Fahrzeugen. Zum Beispiel. Ja, das ist so ein bisschen das, was mir vielleicht jetzt noch fehlen würde. So vom Umfang her wäre das schon schön, finde ich. Und vielleicht auch noch ein, zwei Variationen bei Gebäudeteilen. Dass man da vielleicht auch noch ein paar mehr Möglichkeiten hat. Vielleicht wirklich so mehr Formen halt. Irgendwie, aber ist natürlich schwierig. Zum Beispiel, ich hätte mir gewünscht, dass es mehr Glasstrukturen noch gibt. Zum Beispiel Mehrzweckräume aus Glas oder so eine T-Kreuzung aus Glas. Die T-Kreuzung gibt es ja zum Beispiel gar nicht aus Glas. Oder Kreuzungen, wo einfach mehr Glas benutzt wird zum Craften. Okay, hier höre ich es heulen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich muss auf jeden Fall Augen offen halten. Das ist, ich weiß halt nicht, ich habe so eine Zeitkapsel noch nicht selber im Spiel gesehen, also so richtig liegen sehen. Deswegen weiß ich nicht, wie groß die sind. Wow. Deswegen weiß ich halt leider nicht, wie riesig oder wie klein oder wie groß oder wie oder was. Ich weiß halt nicht genau, wonach ich gucken muss. Also bei den Schrottteilen, die erkenne ich halt immer sofort. Hier zum Beispiel liegt wieder eins. Hier liegt auch eins. Da habe ich kein Problem damit, die zu erkennen. Aber bei den Zeitkapseln bin ich mir halt vollkommen unsicher. Oh. Wir sind hier im Gebiet der Reaper.
Aber die kann eigentlich nicht so groß sein, aber auch nicht so klein. Die Frage ist auch, kann mein Spielstand überhaupt eine Zeitkapsel generiert haben? Oder geht das gar nicht, weil ich vielleicht das erst in einem neuen Spielstand dann habe, dieses Feature. Manche Update-Features werden ja nicht unbedingt in jedem Spielstand auch so übernommen. Das ist halt so ein Problemchen. Und ich suche natürlich auch wieder überhaupt nicht systematisch oder so. Nee, ich suche natürlich einfach random. Ich schwimme einfach irgendwo rum und suche irgendwo nach irgendwas, ohne mir einen Plan zu machen vorher. Jetzt ist natürlich auch ein bisschen ein Nachteil, dass die Objekte relativ spät ins Bild plöpsen, so. Also gerade auch die Sachen, die man finden kann. Ich würde schon so gerne so eine Zeitkapsel finden, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, hätte ich mal Bock drauf. Ich würde echt gerne mal wissen, was da so drin ist. Würde mich mal interessieren. Ich hoffe, das Feature bleibt noch eine Weile drin. Es gab auch schon Leute, die sich beschwert haben über die Zeitkapsel. Das habe ich auch schon gelesen. Die meinten, das wäre irgendwie ein Feature, was das Spiel kaputt macht, weil manche da zum Beispiel auch Endgame-Content reinpacken. Ionenwürfel, oh shit. Ionenwürfel und so. Na, oder seltene Ressourcen zum Beispiel, die man nur in der Tiefsee bekommt. Ich weiß, ich bin böse gewesen. Tu mir nichts. Ich trau mich nicht, mich umzudrehen. Aber der Schatten hinter mir ist weg. Also müsste es eigentlich weg sein, das böse, garstige Riesenvieh. Jesus Christ. Okay. Ja, gut. Kleiner Schock am Rande. Ja, wie gesagt, einige haben sich da beschwert, dass die Zeitkapseln das Ganze auch alles ein bisschen verzerren. Wegen Zeitkapsel enthalten Game, Endgame-Content und seltene Ressourcen, die man als Startspieler gar nicht so schnell erreichen kann. Moment mal, das müsste aber eigentlich bedeuten, dass die Zeitkapseln in einem Gebiet liegen müssen, das für Startspieler auch erreichbar ist. Das wäre ja nicht hier. Weil das, also hier unten nicht, weil das ist ja hier für Startspieler eigentlich nicht so erreichbar. Hey, warte mal, was ist das? Hey, das ist ja ganz viel Lithium hier. Oh Gott, und Schwärme kleiner, garstiger Fische, die mich aufessen wollen. Hm. Hier bin ich auf jeden Fall bei der Research Facility. Das heißt, hier in der Nähe sind auch die kleinen Babys, die wir gezüchtet haben. Ah ja, hier ist das Enzym. Mir haben auch einige geschrieben, ob es denn möglich ist, sich nochmal anzustecken und nochmal zu heilen. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht möglich. Boah, wie nervig das wird, wenn dann diese Warper, wenn die mir dann hinter mir her sind quasi und wenn die mich dann so wegschocken. Gott, wie nervig wird das, wenn die mich dann rausteleportieren aus meinen Fahrzeugen jedes Mal. Schrecklich nervig wird das. Vor allem, wenn ich dann immer jedes Mal weiß, oh Gott, der Bot muss das nur 3-4 Mal machen und dann bin ich tot. Das wird sehr lustig. Also wenn ich das im Hardcore-Modus spielen sollte. Sollte vielleicht auch mal das Licht anmachen, damit ich mehr sehen kann. Bin ich hier gerade schon wieder im Void? Ich glaube ja. Oder ist das nur ein Zugang zum Lost River? Weiß es gerade nicht. Ist auch gerade dunkel, oder? Ist gerade Nacht. Da ist das generell mal ein bisschen schwierig zu beurteilen. Also es muss ja, diese Zeitkapsel müssen ja in einer bequemen Tauchhöhe für Anfänger sein. Sonst würden sich die Leute ja nicht über diesen Fakt beschweren, dass man die Dinger zu früh mit zu gutem Zeug findet. Ja, also es muss ja irgendwo so auf der Höhe von den Safe Shallows oder maximal auf der Höhe der Seetangwälder sein. Ja, also hier so eine Höhe hier ist gerade noch okay, glaube ich. Aber in den Seetangwäldern sind die Dinger halt auch so schwer zu sehen, ne? Da kann man das halt nicht so gut erkennen. Da ist es wirklich eigentlich Glückssache, wenn man über so ein Teil stolpert. Hier geht's nach oben. Hier sind wir halt unmittelbar drunter. Ich meine, ich könnte natürlich auch einfach mal unter meine Startplattform gucken.
Vielleicht liegt da ja meine eigene Zeitkapsel. Das wäre natürlich schon witzig. Oh, was war denn das hier? Hier ist gerade irgendwas Glitzerndes an mir vorbeigekommen. Da, was ist denn das? Aua! Das war ein Biss. Ich gucke jetzt mal spaßenshalber unter die Startrampe drunter. Vielleicht ist das ja die Stelle, wo ich fündig werde. Weiß man nicht. Und vielleicht finde ich es ja auf dem Weg dahin noch eine Zeitkapsel. Ich würde gerne eine finden, ey. Aber ich glaube, das ist wieder so eine Sache, das kann man wieder nicht provozieren. Das passiert einfach. Ja, das passiert dann einfach. Aua! Das passiert dann einfach, wenn es soweit ist. Ich glaube, ich muss mal kurz die Seemotte reparieren. Das war schon ein bisschen mehr Rumpelpumpel, als ich verkraften kann hier. Ja. Da vorne ist die Plattform. Wie weit ist die weg? 400 Meter noch. Hier sind wieder Safe Shallows, ne? Also eigentlich meine ich, es müsste mindestens eine Zeitkapsel in den Safe Shallows sein. So rein von der Logik her müsste das so sein. Da links ist das Hotel. Sieht auch gut aus, ne? So von Weitem. Ja. Da ist die Plattform. Wir schwimmen einfach mal unter die Plattform. Vielleicht ist da ja wirklich was. Am Ende finde ich wirklich meine eigene Zeitkapsel. Das wäre natürlich so geil. Das wäre der Hammer. Gut, da ist jetzt natürlich hier das Wrack. Ja gut, das muss ja nicht bedeuten, dass da keine Zeitkapsel ist. Was ist das hier? Ist das Quarz? Ja, ist Quarz. Hm. Bin ich direkt drunter jetzt? Mal gucken, wo bin ich denn direkt drunter? Ich bin direkt... Hier bin ich direkt drunter. Mal senkrecht nach unten gehen. Nee, also meine eigene Zeitkapsel... Wenn sie irgendwo liegt, liegt sie nicht an derselben Stelle, wo ich sie produziert habe. Zumindest nicht in meiner Welt hier. Aber ich habe, wie gesagt, auch noch nicht Rückmeldung bekommen. Beziehungsweise noch nicht lesen können, ob ihr vielleicht meine Zeitkapsel gefunden habt. Das weiß ich noch nicht. Also ich finde das saumäßig cool, wenn ich so eine finden könnte. Aber wie gesagt, allzu leicht scheint das nicht zu sein. Ich glaube, hier wird es schon wieder zu tief für Zeitkapseln. Ich glaube, das ist schon wieder nicht so die Location, wo die rumliegen. Zumal ja auch niemand freiwillig als Anfänger in diesen Bereich gehen wird, wo er diese Geräusche hört. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ja, was haltet ihr denn so von den Zeitkapseln? Findet ihr das Feature cool? Im Grunde ist es auch so ein bisschen so eine Schnitzeljagd, ne? Also... hier Zeitkapseln aufspüren und finden. Da kann man, glaube ich, auch noch mal ein paar Stunden im Spiel versenken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Um Zeitkapseln aufzuspüren. Also, finde ich jetzt nicht schlecht. Warte mal, jetzt schwimme ich aber hier wirklich... Im Lost River wird keine sein, glaube ich. Das wäre sehr merkwürdig. Das wäre sehr, sehr seltsam. Ja. Das muss schon irgendwo... Selbst, ich meine, am Anfang sind ja selbst 200 Meter ziemlich tief. Das muss irgendwo, wenn dann hier irgendwo rumliegen. Kann mir nicht vorstellen, dass das in so tiefen Bereichen liegt. Rein von der Logik her geht das schon irgendwie nicht. Hm. Ein Wrack, waren wir da schon drinne? Ja, wahrscheinlich. Wir müssen eigentlich in jedem Wrack schon irgendwie drin gewesen sein. Normalerweise. Sonst wäre das sehr merkwürdig. Aber ich habe halt... Aua. Ich habe halt immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht doch noch irgendwann mal das eine Wrack finde, wo dann vielleicht doch noch das eine Easter Egg drin ist, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Warte mal hier. Nee, das ist Schrott. Das ist leider nur Schrott. Schrott, Schrott, Schrott.
Ah! Jesus! Lass mich los! Ich kann dich anleuchten. Gott, scheiße, schnell weg. Holy Macaroni, Alter! Wo ist ein sicherer Hafen? Wo ist ein sicherer Hafen? Wo ist ein sicherer Hafen? Wo ist er? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin, damit ich nicht... Damit ich nicht tiefer... Okay, dahin muss ich. Alter Verwalter, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Ich habe dir nicht gehört, ne? Meine Seemaut ist fast kaputt. Die muss nur noch angehustet werden. Um Gottes Willen. Okay, ich glaube, da haben wir mal was Neues gesehen gerade. Oh. Das war neu. Definitiv war das neu. Der Herzinfarkt, den ich dabei bekommen habe, der war auch neu. Obwohl, nee, ich habe schon vorher einen Herzinfarkt gekriegt in dem Spiel. Jetzt bloß nicht irgendwo andötzen. Ich tauche jetzt einfach mal straight nach oben. Und repariere erstmal die Seemotte. Ne? Oh Gott, Jesus. Alter, habe ich mich erschrocken. Naja. Aber so eine Suche nach so einer Zeitkapsel ist halt auch gefährlich. Und meine Seemotte hat ja schon einen verstärkten Rumpf. Das darf man jetzt ja dabei ja auch nicht vergessen, ne? Jetzt stellt euch mal vor, die hätte den nicht gehabt. Die wäre zerkaut worden jetzt von dem Vieh. Unfassbar, ey. So. Fertig. Einsteigen! Irgendwie will ich gerade keine Zeitkapsel mehr finden. Oh Gott, das, also warum ist denn das hier auch so schwarz-dunkel? Wo bin ich hier nur wieder gelandet, ey? Also das ist schon das Pilzbiom, oder? Aber das ist nicht das Pilzbiom. Das ist ein anderes Pilzbiom. Gibt es hier einen Lost River-Eingang? Es gibt ja auch mehrere Biome. Das hat mir auch schon... Das habt ihr mir auch schon in den Kommentaren erklären wollen. Dass ich immer der Meinung bin, ich wäre im selben Biom. Dabei ist das einfach nur ein anderes Biom an der anderen Stelle der Map. Ja. Das ist halt so ein bisschen verwirrend. Da habe ich teilweise nicht so richtig aufgepasst. Aber das war ein cooler Weg gerade. Aber ja. Wie gesagt, auch das werde ich wahrscheinlich bei einem zweiten Durchgang nochmal anders machen. Und ich weiß schon, wie ihr alle dann da sitzen werdet. So von wegen, ja, gleich wird er sterben, gleich wird er sterben. Wenn er dahin geht, wird er sterben. Ja, 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 er wird sterben und dann ist es vorbei. Dann muss er wieder von vorne anfangen. Ja. Ja, ja, ich kenne euch doch. So, docken. Einmal docken, dann wird es wieder trocken. Dann können wir weiter rocken. Also ich suche jetzt keine Zeitkapsel mehr. Ich glaube, ich baue jetzt lieber ein bisschen weiter. Die Suche nach der Zeitkapsel hat sich als gefährlicher herausgestellt, als ich es erwartet hatte. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Nehmen wir mal hier noch ein bisschen Quarz raus und machen noch ein bisschen Glas. Ich brauche jetzt was. Ich brauche jetzt eine entspannende Tätigkeit. Mal trinken. Oh, ich habe ja noch die ganzen Fische im Inventar. Moment. Die wollte ich doch mal befreien. Fallen lassen. Sie, leben die noch? Ja, die schwimmen noch. Hey, der ist ja infiziert, der eine. Warte mal, ich muss den mal scannen. Bleib mal stehen. Nein! Jetzt. Einheimische Lebensform Boomerang. Boomerang. Eine große Anzahl vorkommender Pflanzenfresser, der häufig flache Gewässer aufsucht und sich in Schwärmen bewegt. Erstens, gezackte Zähne, ein Hinweis auf die Anpassung zum Zermalen von Korallen, die andere Pflanzenfresser nicht verwerten können. Zweitens, Zwillingsflossen, ungewöhnlicherweise sind die zwei Flossen dieser Art eine knorpelige Verlängerung des Skeletts. Sie sind weniger auffällig für Schäden und bieten einen besseren Vortrieb, wachsen aber nicht so leicht nach. Die leuchtenden blauen Spitzen sind tatsächlich die Enden eines Verdauungstraktes, aha, wo die Lumineszenz der Korallen, die er frisst, am stärksten konzentriert ist. Der Boomerang ist tagsüber am aktivsten und neigt bei Annäherung zur Flucht. In der Nacht kann er leichter beobachtet werden, wenn seine Lumineszenz ihn verrät und er den Schutz des Meeresbodens sucht. Beurteilung essbar. Sehr gut, aber wir wollen ja keine Fische essen, ne? Wir sind ja Vegetarier. Wir wollen die nicht töten. Und ich muss sagen, das habe ich auch ganz gut durchgezogen eigentlich. Ob ich das im
Hardcore-Modus so machen werde, weiß ich allerdings nicht, kann ich schon mal sagen. So, habe ich jetzt, genau, jetzt muss ich noch Glas produzieren. Glas. Glas. So viel Glas. Und ich sehe glasklar, dass an dieser Stelle jetzt wieder diese Folge Subnautica zu Ende ist. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Subnautica. Dann baue ich nochmal ein bisschen am Hotel weiter. Und dann spätestens wird sich herauskristallisieren, ob ihr noch eine zweite Runde im Hardcore-Modus gewollt habt oder nicht. Wie gesagt, ich nehme ja im Voraus auf, deswegen habe ich da immer so ein bisschen so einen Nachlauf von ein paar Folgen. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao.